War natürlich nicht immer einfach. Es hat länger gedauert, als ich auch gehofft habe. Habe zwischenzeitlich nochmal zwei, drei kleine andere Sachen gehabt, die mich einfach ein bisschen aus der Bahn geworfen haben und mich wieder ein bisschen zurückgeschmissen haben. Und umso glücklicher bin ich aber, dass ich jetzt mein erstes Spiel für Bochum machen konnte. Ich sag mal, es gab viele Momente. Die ersten Testspiele waren natürlich schon so ein Zeichen, dass alles hält und dass es funktioniert. Und ja, dann wurde es von Woche zu Woche einfach besser. Man fühlt sich fitter und ja, wäre am Ende die kleine Geschichte mit der Achillessehne nicht gewesen, hätte ich vielleicht in der letzten Saison schon mein erstes Spiel machen können. Nee, gar nicht. Das war so ein bisschen wie im Film. 5 Minuten vorher noch auf der Bank gesessen, auf einmal steht man mitten auf dem Platz und dann kam der Ball und irgendwie war er dann auch schon im Tor. Also das ging alles so schnell, das konnte man gar nicht so schnell begreifen, wie schnell es einfach ging. So wie ich es auch schon direkt nach dem Spiel gesagt habe, für uns 2 Punkte zu wenig einfach. Wir hatten uns viel mehr vorgenommen und ja, wollten einfach 3 Punkte holen. Und ja, das Spiel gilt es jetzt aber abzuhaken und halt nach vorne zu gucken. Auf jeden Fall. Ich habe noch kein Pokalspiel machen dürfen. War bisher zu den Spielen immer verletzt oder wir waren schon ausgeschieden. Also ich freue mich drauf. Ja, wir wollen auf jeden Fall weiterkommen. Das ist unser großes Ziel. Das müssen wir auch. Und wir werden es aber angehen wie jedes andere Spiel auch. Wir werden uns genauso akribisch darauf vorbereiten und genauso professionell an das Spiel gehen wie an die letzten Wochen.